Oder nee, warte mal, wir bauen die Werkbank erst einmal. Also die Slabs, die brauche ich ja gerade mal nicht. Die Werkbank bauen wir erstmal hier hin. Wir brauchen sie wahrscheinlich nochmal. So, dann einmal hier, 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 dann hier, hier. Und dann verließen sie ihn. Sechs Stück reichen, glaube ich. Dann hier, hier und hier. Und dann bräuchten wir nämlich noch. Sehr schlau. Dann brauchen wir nämlich noch die Slabs. Und zwar auch ein paar, das ist ja das Ding. Ich glaube, die dürften uns dann reichen. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, dann nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen fahren. Wir gehen mal schnell schlafen. Ja, wir können noch nicht schlafen. Jetzt aber. Ja, mal kurz einen Schluck trinken, weil es einfach zu warm hier ist. Bei über 30 Grad. Oh. Der Sommer ist gekommen. Herzlich willkommen. Oh, ich liebe es. Gerade weil ich im dritten Stock oben wohne. Also über mir ist da noch eine Dachwohnung, aber Gott sei Dank wohne ich nicht da drin, aber ich habe keine Jalousien oder Rollläden vor meinem Fenster. Also da habe ich jetzt nur, ja, nur einen Vorhang und da knallt die Sonne dann richtig schön rein und ja, es ist immer schön warm in der Bude. Deswegen liebe ich den Sommer auch immer so toll und innig. So. So sieht das Ganze von außen schon mal ein bisschen verziert aus. Jetzt kommt der ganze Crew an der ganzen Geschichte. Und dazu brauche ich nochmal Erde. So, schmeiße ich jetzt einfach mal mein Schwert auf das andere. Eins, zwei, drei. So, dann bräuchte ich hier mal kurz Erde. Dann bräuchte ich hier, Moment. Genau so. Oder. Nee, warte mal. Ich muss erst mal gucken, wie das aussieht. Muss gerade mal überlegen. Ich weiß, ich könnte jetzt die Schaufel rausholen, aber dauert mir zu lange, ehrlich gesagt. So. So. Dann so. Nee, so nicht. Die muss ich auch noch mal rausmachen, weil ich muss ja da wieder einen Erdblock reinsetzen. Dann die Treppe nach. Nicht so. Eieiei. Vielleicht muss ich doch da drauf, warte mal.
Und genau so. Dann müsste es eigentlich eine schöne Form geben. Jetzt mal gucken, wie es dann von unten aussieht. Eigentlich gar nicht mal so doof. Außer ich müsste in der Mitte. Es sieht eigentlich nicht schlecht aus, finde ich. Mich hier noch anzünden. Und da noch anzünden. Dann sieht es gar nicht mal so doof aus. Außer in der Mitte vielleicht. Dass man da vielleicht noch eine Treppe andersrum. Könnten wir eigentlich machen. Uno Momento, probiere ich gerade mal aus. Wenn ich diese hier raussetze. Also die hier. Die und die erstmal. Dann hier Dreck hinmache. Dann die Treppe so hin. Nee, die müsste ich ja verbinden. Achso, die Treppen müsste ich dann wieder andersrum draufsetzen. Nämlich so. Dann die Treppe wieder weg. Dann hier wieder. Dann hier. Dann da weg. Und da weg. Wie würde das denn jetzt aussehen? Okay, da hat er. Moment, da hat er falsch gemacht. Also da. Ist die Treppe falsch drin? Aber so würde es doch gar nicht mal so schlecht aussehen, glaube ich. Mal gucken. Wir tun da nochmal die Treppe rausdrücken. Sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich, das Dach. Sehr schöne Muster drin und so weiter. Sieht doch gar nicht mal so übel aus. So, dann fällt mir gerade ein, ich brauche noch was anderes. Könnte ich die auch mit dem Holz machen? Könnte auf jeden Fall gehen. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen nämlich hier noch 1, 2, also überall, okay, außer hier in der Mitte. Da glaube ich auch nicht. Aber es würde nicht funktionieren, das ist das Problem. Komme ich später noch dazu, warum es da nicht funktionieren kann. Und dann suchen wir uns ein paar Blumen. Ich würde sagen, ich hätte Bock auf blaue Blumen. Zum Beispiel diese hier. Fallen mir irgendwie sehr, sehr gut.
So, jetzt müsste ich noch überlegen, wo hätte ich denn davon noch welche? Ich glaube da hinten, wo wir schon mal entlang gelaufen sind. Mal kurz noch was essen. Wie komme ich da jetzt am Schatz hin? Ich glaube so. Und wir haben genug Kühe noch da. Genau, da hinten sind welche. Die dürften eigentlich reichen. Gut. Dann gehen wir mal zurück, pflanzen die Blumen noch ein und dann müssen wir uns langsam, glaube ich, ins Bett legen. Weil dann wird es schon wieder dunkel und ich möchte ja verhindern, so gut wie, dass da im Moment jemand spawnt. Aua. Dann pflanzen wir einmal hier eine Blume hin. Hier eine Blume. Hier eine Blume. Hier eine Blume. Und hier eine Blume. Und hier eine Blume. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, dann gehen wir mal schnell schlafen. Du kannst nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Warum auch? Warte mal. Und das so? Aber jetzt kann ich schlafen, oder? Ja. So, dann setze ich hier schon mal eine Druckplatte hin. Ich bin es langsam leid, immer aufzumachen und wieder zuzumachen. Um ehrlich zu sein. So, dann würde ich sagen, passt das Ganze schon mal sehr gut. Dann will ich hier noch ein bisschen Feeling reinbringen. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Dass es vom Muster her noch ein bisschen schöner aussieht. Ja, und hier haben wir das Problem genau, weil hier können wir keine Tür mehr hinmachen, keine Falltür mehr, weil sonst geht sie nicht mehr auf. Das war das Problem. Dann brauchen wir hier noch eine. Zack, sieht doch schon mal ordentlich aus und ja, hat schon ein bisschen Feeling drin. So, dann wollen wir hier noch einen Stützbalken reinbauen. Dann müssen wir natürlich noch mal aufs Dach. Wir müssen uns auch noch ein paar Steine klopfen. Das machen wir am besten jetzt gleich. Weil wir werden auf jeden Fall noch welche brauchen. Von diesem Bruchstein. So, da lang. Machen wir mal so 1, 2 Stacks. Also 2x64 oder so. Werden wir definitiv brauchen. Aber ist ja schnell gemacht, das ist ja überhaupt kein Problem. Ah, ja, stimmt ja, heute ist Fußball angesagt. Also, wir haben ja. Also, jetzt bei der Aufnahme haben wir gerade Sonntag. Und jetzt in ein paar Stunden, also etwa 2 Stunden mehr, glaube ich, spielt Deutschland im Achtelfinale gegen die Slowakei. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass wir weiterkommen.
Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir weiterkommen. Bin ich mal gespannt. Damit wisst ihr auch, wann ich die Aufnahme gemacht habe. So ganz zufällig. So, wie viel haben wir denn jetzt schon? 12 kann aber nicht sein, oder? Zu wenig. Ach, da haben wir schon 64er, okay. Ich dachte schon gerade so wenig, können wir doch jetzt gar nicht gesammelt haben. Oder würden die mir schon reichen? Ich weiß gar nicht. Sag mal, von den 10... Würde nicht aufgehen, okay. Dann hauen wir nochmal 2 raus, dann geht's auf. Da mal keine krumme Zahl hier irgendwo. So. Wunderbar. So, dann schauen wir mal. Also, ich brauche auf jeden Fall Treppen. Treppen werde ich noch einige brauchen. Die wir uns jetzt natürlich auch herstellen können. So, lala. 69 Treppen. Die könnten reichen, müssen aber nicht reichen, aber wir probieren es einfach mal. Also die Falltüren, die brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Ich baue mich mal schnell da hoch. Muss ich aber aufpassen mit hochbauen. So. Und da kommt auch noch was drauf. Also das werden wir dann auch noch fertig machen. Hier muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Ja, so bestimmt nicht. Also die Erde dann außen dran, die kommen natürlich weg, klar, logisch. Aber irgendwie muss man ja da hoch aufs Dach kommen. So. Jetzt müsste ich ja rein theoretisch. Moment. Rein theoretisch müsste ich jetzt noch eins runter. Dann mit dem Dach anfangen, aber das würde ja nicht gehen mit dem System, was wir da drüben haben. Also da bei dem Fenster muss ich einen so rum drauf tun. Dann hier normal und hier normal.
Dann hoch, also da hoch. Das heißt, Moment, ich baue mich, du bist ja schon kurz nach oben. Den muss ich weghauen. Zack. Dann muss ich wieder rüber. Darüber und so. Dann habe ich aber das Problem hier. Ich kann schlecht zwei dahin stellen. Warte mal. Hier unten. Da dran. Muss ich den hier wegmachen? Das ist ja weniger das Problem. Was wäre jetzt, wenn ich das jetzt. Ja, das sieht ein bisschen doof aus, gell? Außer. Ich überlege gerade noch. Außer wir setzen hier nochmal schnell. Moment. Ein Erdblock hin. Nein, so wollten wir es jetzt nicht haben. Nämlich von der Seite her. So. Kann man das so anbieten? Ich denke mal schon, oder? Sieht eigentlich richtig stylisch aus, würde ich sagen. So, dann gehen wir scheinbar schlafen, weil es schon wieder dunkel wird. Hei, hei.